Hallo und guten Tag, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine Dropdown-Liste selbst erstellen können. Im letzten Video habe ich Ihnen ja die Möglichkeit des Kontextmenüs gezeigt und da einfach die Eingabehilfe des Dropdowns, die Sie da nutzen können. Ich nehme mal ein neues leeres Blatt. Ich mache es gleich mal ein bisschen größer, damit Sie mehr erkennen können. So, ich möchte jetzt eine Dropdown-Liste machen für meine Mitarbeiter, die in der Früh-, Spät- und Nachtschicht arbeiten. Das Erste, was ich machen muss, ich muss mir natürlich erstmal einen Wochenplan anlegen. Den Montag eingeben und hier mit der automatischen Ausfülloption bis zum Sonntag weiterziehen. Jetzt habe ich hier meine Frühschicht, Spätschicht und die Nachtschicht. Und ich schreibe mir hier mal meine Mitarbeiter hin. Müller, Meier, Schulze. Und Herr Natsch. Das soll mir erstmal reichen. Die möchte ich hier entsprechend einteilen. Dazu markiere am besten gleich diesen ganzen Bereich. Ich mache ihn mal farbig. Und kreise sie mir gleich ein. So, den Bereich markieren, weil hierfür möchte ich das gleich komplett haben. Da muss ich hinterher die Felder nicht rüber kopieren. So, jetzt gehe ich auf Daten, Datenüberprüfung, Datenüberprüfung, Einstellung, zulassen. Ich möchte eine Liste zulassen. Und die Quelle dieser Liste, das sind meine Namen. Müller, Meier, Schulze und Natsch. Und die schiebe ich hier rein und bestätige mit OK. Das war schon der ganze Zauber. Sie sehen, hier ist jetzt so eine kleine Schaltfläche. Hier kann ich mir das jetzt aussuchen, wen ich da eintragen möchte. Überall habe ich das hinbekommen. Und wenn ich die Liste hier jetzt auch noch bräuchte, ich kann also auch so ein Feld, Steuerung C und Steuerung V kopieren, und kann es hier auch nutzen. Aber es ist natürlich schöner, wenn ich mir gleich meinen ganzen Bereich markiere, dann habe ich überall meine entsprechenden Felder. So, und wenn es Sie jetzt stört, dass Sie irgendwo auf Ihrer Tabelle jetzt die Namen stehen haben müssen, das müssen Sie gar nicht. Sie können es auch anders machen. Ich nehme hier mal ein Feld, das machen wir mal grün. Sie können die Liste also auch direkt erstellen in dem Menü. Also wieder Datenüberprüfung, Datenüberprüfung, zulassen möchte ich wieder eine Liste und bei Quelle schreibe ich jetzt rein Müller, setzen Semikolon, bei Müller habe ich mich verschrieben, soll mir jetzt aber egal sein, Meier, Natsch und Lüdenscheid und wie gesagt, immer durch ein Semikolon trennen und das Ganze mit OK bestätigen. Dann habe ich jetzt hier auch die Möglichkeit und kann mir aussuchen, welcher Mitarbeiter da arbeiten soll und ich habe nicht das Problem, dass ich die sogenannte Legende hier stehen habe. Und wenn ich das Feld hier auch noch brauche, Steuerung C und einfügen. Und ich hätte jetzt hier auch noch die Einfügemöglichkeit. So haben Sie wunderbare Möglichkeiten, sich diese Dropdown-Listen zu erstellen. Funktioniert echt fantastisch. Vielleicht probieren Sie es mal aus. So, im nächsten Video zeige ich Ihnen, wenn Sie hier mal Spalten verschieben müssen, das eine nach oben, das andere nach unten, wie Sie das am besten machen, ohne sich vorher umständlich neue Zeilen zu holen, damit Sie eine Leere haben, um das zu verschieben. Es geht nämlich auch mit Schiebemöglichkeit. Zeige ich Ihnen im nächsten Video. Danke, tschüss.